Die Biogemeinschaft der Hoflieferanten steht nicht nur für gesunde Ernährung und nachhaltiges Wirtschaften, sondern auch für gemeinsame Feste. Dieses Jahr auf dem Hof vom Josef Mitterhuber in Heidershofen. Er ist für Wurst- und Fleischwaren der Hoflieferanten zuständig. Für Kinder gab es zahlreiche Angebote, vom Bogenschießen bis hin zum Geschichtenerzähler. Und warum ist der Biobauer geworden? Ja, der Punkt einfach war, ich wollte auch meinen Beitrag leisten. Zur gesunden Haltung der Natur. Der mobile Verkaufsstand der Biogemeinschaft war ebenso zu sehen wie eine reiche Palette an Köstlichkeiten aus der eigenen Produktion. Die zahlreichen Besucher hatten Gelegenheit, sich von den schmackhaften Produkten zu überzeugen. Ob frischer Fruchtsaft oder Bier, alles reine Bioqualität, die sichtlich mundet. Die Bioweine des Weinguts Paradeiser aus Fels am Wagram wurden vom kritischen Publikum eingehend geprüft und besonders positiv bewertet. Saftiges vom Grill oder süße Nachspeisen. Ein Genussfest ohne Ende. Wer wollte, konnte sich auch von den lustigen und glücklichen Schweinen am Biohof überzeugen. Was ist der Unterschied zwischen einem konventionellen Schwein und was ist der Vorzug eines Bio-Schweins? Die Haltungsform ist einmal ganz ausschlaggebend. Wir müssen bei den Schwendeln einen Auslauf haben, die sind auf Strohhaltung, die können jederzeit im Stall gehen, können ins Freie gehen. Dann bei der Schlachtung selber, da legen wir besonderen Wert drauf, dass wir eine stressfreie Schlachtung durchführen. Das ist einmal Grundvoraussetzung für eine gute Qualität. Kurze Transportwege, regionale Produkte. Wie das Fleisch vom Mitterhuber kommen die meisten Biowaren der Hoflieferanten aus dem Mostviertel. Mostviertel-TV.at. Es lohnt sich reinzusehen. Wenn Sie diese Produkte in den Bio-Feinkostmärkten der Hoflieferanten sehen, dann stammen sie vom Hof der Familie Halbmeier aus St. Peter in der Au im Mostviertel. Dieser Betrieb hat sich auf biologische Milchprodukte spezialisiert. Die hohe Qualität der Waren ist wiederum auf die natürliche Haltung seiner Produzenten, den Kühen, zurückzuführen. Diese sind keine Hochleistungsmaschinen, sondern artgerecht gehaltene Milchkühe, die nicht nur Tag und Nacht Auslauf, sondern auch Futter in Bioqualität haben. Bei der engagierten Verarbeitung der Milch zu verschiedenen Endprodukten wird auch viel Handarbeit eingesetzt. Der Mensch steht im Mittelpunkt und macht die Lebensmittel noch wertvoller. Er schafft auch eine emotionale Kette von der grünen Wiese über den Hersteller bis zum Verkaufsladen. Wenn man das Gras buchstäblich in der Butter schmeckt, weiß das der Konsument eben zu schätzen. Die echte Bauernbutter wird aus Rohmilch hergestellt, wobei der Rahm vorher nicht erhitzt wird. Alle wichtigen Spurenelemente bleiben in den liebevoll verzierten Butterblöcken somit erhalten. Die wertvolle Milch selbst unterliegt einer ständigen Qualitätsprüfung und wird bei Halbmeier pasteurisiert, das heißt kurzfristig erhitzt, um Haltbarkeit zu garantieren, und nicht homogenisiert, wo die Fettkügelchen der Milch durch feine Düsen geschossen auf einem Blech zerfetzt werden und dadurch die Zusammensetzung der Milch verändert wird. Milch und Joghurts werden aus ökologischer Sicht in edelster Verpackung, nämlich wiederverwendbarem Glas, angeboten. Zum Wohle der Natur und der Kunden, aber mit hohem wirtschaftlichen Einsatz. Der Halbmeierhof ist für die Hoflieferanten auch logistische Verteilzentrale. Von hier gehen Lieferungen an Großküchen, Krankenhäuser und zu den Bio-Feinkostläden der Hoflieferanten in der Umgebung. Musik.
Mit dieser Strategie sorgen sie für kurze Transportwege und ermöglichen den Kunden, Lebensmittel in Bioqualität aus der eigenen Region genießen zu können. Brot ist das traditionelle Grundnahrungsmittel und das gilt natürlich auch für das Bio-Angebot der Hoflieferanten. Die dunkle, kraftvolle Kruste eines frischen Brotes signalisiert Energie und Ursprünglichkeit. Johann Bachleitner aus Weistrach im Mostviertel hat in seiner Bio-Hofbäckerei ein feines Sortiment an Brot, Gebäck und Süßspeisen entwickelt. Verschiedene Getreidesorten kommen überwiegend in Top-Qualität aus dem eigenen Betrieb. Denn kurze Transportwege sind ein wichtiges Anliegen der Bioproduzenten. Vom Mahlen des Getreides bis zum fertigen Produkt wird hier die Herstellung großteils in Handarbeit erledigt. Auf die Mischung kommt es an, besonders bei der Zusammensetzung des Teiges. Die kreativen Mitarbeiter haben für diverse Brote spezielle Rezepte entwickelt. Alles natürlich in Bio-Qualität. Geschickte Hände kneten, formen und flechten die traditionellen Produkte. Damit zum Frühstück frisches Brot auf den Tisch kommt, wird auch hier schon ab Mitternacht gearbeitet. Aber das tut der entspannten Stimmung keinen Abbruch. Die einzelnen Arbeitsvorgänge sind optimal aufeinander abgestimmt und enden allesamt im Ofen. Der speziell für diese Backstube entwickelte Ofen ist der besondere Stolz der Biohofbäckerei. Mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet, wird er umweltschonend befeuert. Seine Eigenheiten geben dem Bachleitnerbrot die ganz vorzügliche Backqualität. Lohn der Arbeit sind dann die köstlichen vollbiologischen Backwaren. Der Bachleitnerhof ist auch Stützpunkt des Biomobils. Das beliebte fahrende Biogeschäft versorgt Haushalte im Mostviertel mit den Produkten der Hoflieferanten. Das Biomobil erspart mit den Kunden Zeit und der Umwelt zahlreiche Einkaufsfahrten in urbane Zentren. Hoflieferanten wurden auch ausgezeichnet mit dem Nachhaltigkeitspreis 2010. Was ist Ihnen besonders aufgefallen bei den Hoflieferanten als Teilnehmer dieses Preises? Also für mich war es einfach wirklich ein Geschenk, so eine Firma betreuen zu können, weil einfach, wie soll ich sagen, denen habe ich über Nachhaltigkeit nicht viel erklären braucht, sondern es war wirklich ein Schätzeheben. Das hat mich sehr beeindruckt. Sehr viel Wertschätzung von den Mitarbeitern, aber auch von den Geschäftsführern. Das Erfolgsrezept habe ich erkannt, eigentlich, dass die Leute sehr stark auf ihren Stärken aufbauen, die Schwächen mitnehmen. Ja, aber es ist der Fokus immer sehr stark, was kann der Einzelne. Und das ist sicher
eins der Erfolgsrezepte. Wie lebt man Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit hat natürlich mehrere Bereiche, aber ein spezieller Bereich ist natürlich, dass man mit unseren Mitarbeitern, die sehr wertvolles Kapital sind im Betrieb, beziehungsweise auch für verschiedenste Kundenberatungen immer wieder zur Verfügung stehen, dass wir sehr offen und fair mit unseren Mitarbeitern umgehen und den Mitarbeitern auch sehr viel Verantwortung übertragen, aber das auch sehr schätzen und die Mitarbeiter eigentlich unsere Stärke sind, weil sie einfach so gut mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Weiterbildung wird bei uns natürlich auch forciert und ich kann das ja natürlich da mit einbringen und ich habe ein Jahr lang halt daran gearbeitet, dass ich jetzt diplomierte Ernährungstrainerin sein darf. Es gibt immer noch die Diskussion, ist Bio teuer? Bio ist preiswert und auf jeden Fall gesünder und deshalb besser als konventionell.